So. Ist wohl wieder Tag. Es regnet. Na, ganz toll. Da kann es ja nur gut werden zum Ölsturzhügel. Ja, lass mich noch kurz mich dem Beten noch widmen. Sehr schön. Machen wir dann draußen, Lucifer. Es regnet. Ganz toll. Lucifer, ihr wolltet mit mir reden? Hey, just in case you forget where I am, or I get lost trying to find you, I've placed myself on your map, so you can find me, no matter where I am. Das hört sich sehr, sehr praktisch an. Danke, Lucifer. No problem. Sehr schön, weiter geht's. Let's get back to what we were doing. Frau Männer höchstpersönlich. Ah, Isolda, oder? Was führt euch auf den Markt? Ja. Ich bin hier, um Essen zu kaufen. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Da war doch was. Egal. Nicht meine Angelegenheit. Der Jarl hat zugestimmt, euch zurück nach Kriswald zu schicken. Irelif. Ja, Huskarl. Wir werden sofort aufbrechen. Nur wir sind es, die gegen einen Drachen kämpfen, richtig? Drachen. Ich kann niemanden mehr entbehren. Und wir wissen nicht, wo der Drache ist. Naja. Also, es geht zum Ödsturzhügelgrab. Das ist hier oben. Ganz toll. Das heißt, wir laufen alles wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Zum Glück hat sich wenigstens der Regen gelichtet. Und begeben uns mal zu diesem Hügelgrab und schauen mal, was wir dort finden. I'd love to feel the rain on my face. Es gibt keinen Regen mehr, Lucifer. Das war wohl so eine ziemlich einseitige Gewitterwolke. Da oben sieht man das Ödsturzhügelgrab schon. Leider müssen wir drehen, um dort irgendwie gut mit dem Weg hochzukommen. Ebenfalls scheint wohl hier irgendwo in der Nähe diese Höhle zu sein, wo Amred sein Familienschwert vermisst. Und welcher König wäre ich, um seine Probleme einfach wegzuschieben? Nein, nein. Wir werden bei Rückkehr aus dem Ödsturzhügelgrab direkt dann dort gleich einen Abstecher machen, weil es liegt ja gerade praktischerweise auf dem Weg. Und dann werden wir uns dort dann das Schwert zurückholen. Das müsste dann irgendwo hier oben sein, wo der Weg hochführt. Sollten wir uns dann nicht irgendwie ablenken lassen. Das sind wohl die Wachen, die zusätzlich nach Flusswald geschickt werden. Können wir uns dann die Abzweigung nehmen. Während sie nach Flusswald gehen, gehen wir nach oben zum Ödsturzhügelgrab. Why don't we have any more potatoes? What do you want me to eat? Sweet rolls? Actually, nah, just potatoes. Aber was Süßes ist nie schlecht. Hält jedenfalls bei Laune und hebt die Stimmung. Vielleicht zwei Bodyguards. Nach Magie magisch begabt zu sein, ist vielleicht von Vorteil. Aber wenn es sein muss, sind die Wachen von Weißdorf aber schnell unterwegs. Das muss man ihnen lassen. Der rennt da nach oben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Naja, ich bin gespannt, was wir dort oben finden werden. Aber in der Regel sind so alte Gräber nicht unbewohnt. In der Regel wimmelt es dort von Banditen. Das sind natürlich billige Behausungen. Keine Steuern zu zahlen. Keine Grundrechte. Man kann sich da die Rechte selber zusammenschustern. Normalerweise wird das auch nicht irgendwie speziell noch angesehen. Was passiert hier? Alright, meine Volkris. Quit embarrassing yourself and go back to where you came from. Ein Verbrecher. Gut, das soll es nicht mal ein Problem sein. Treat me like a buffoon.
Okay, die sind da wohl nicht gut aufeinander zu sprechen. So diese Stadtrivalität ist immer ein bisschen das Problem bei so Stadtstaaten. Der eine denkt, das Herrschaftsgebiet endet hier und der andere sagt, nein, das ist mein Herrschaftsgebiet. Dabei sollte ein Verbrecher, egal wo er sich bewegt, seine gerechte Strafe zugefügt werden. Mir fast ein bisschen die Worte gefehlt. Ah genau, das waren ja noch die zwei Wölfe, die uns damals, mich und Nebula, überrascht haben. Ihr seid noch da? Gut, da kommt noch der Rest der Patrouille hinterher. Gut, dann müsste es nach hier oben irgendwie zum Ölstoß-Zügelgrab gehen. Genau. Hier geht's nach Flusswald. Und da müssen wir ja nicht hin. Hier trennen wir uns dann von den... It's a shame this band is all the way out here in Riverwood. I've heard that some bandits stole something from the Riverwood trader. Ist das so? Okay. Habt ihr aber mehr gehört als ich. Obwohl, ich habe mich mit den Leuten in Flusswald noch nicht so unterhalten. Aber das ist gut zu wissen. Vielleicht gibt's ja einen Finderlohn. Okay, ja, ja. Was willst du? Wolfs. Ja, komm hierher, du. Was rennst du denn weg? Hm. Okay. Wenn wir wohl nicht mit uns kämpfen wollen. Das scheint jedenfalls nach oben zu gehen. Das ist wohl der Weg, den wir suchen müssen. Mal schnell auf der Karte. Genau, können wir hier dem natürlichen Weg in die Berge folgen. Der wird aber sicher nicht unbewohnt sein. Perfekt für Banditen. Ist ja fast wie eine extra Einladung, sich hier niederzulassen. Hier würde sich auch keine Stadtwache der Welt verehren. Naja, alte Strukturen, halbwegs noch zu gebrauchen. Aber ganz klar setzt sich hier jemand hin. Und dort beim... Steht dort jemand? Von hier sehe ich jetzt niemanden, aber... Doch, dort steht jemand. Macht euch bereit für eine energische Übernahme, wenn es sein muss. Es wird. Ja, ja, das sind Banditen, ganz klar. Meine Herren? Hey, lass das bleiben! Ist das so? Ich bin der zukünftige König dieser Provinz. Und möchte keine Probleme. Between you and I, the Legion should have sent their worst general and suffered a quick defeat to secure a long term. Ist das so? Na gut, okay, dann wollen wir. Will ich mich von ihm... Nichts da! Oh, gut, nicht schlecht. Sehr gut. Bogenschütze! Lass mal erst noch sehen! Weg mit euch! Lass mal erst noch sehen, wer hier aus wem Hackfleisch macht! Das würde ich auch so sagen. Und mit Nebula haben wir ja jemanden, der gut reinhauen kann. Aber das Geld, die Pfeile nehme ich mal mit, die gebe ich dann euch, Lucifer. Ist ja praktisch, dass wir jetzt noch einen Bogenschützen dabei haben. Da sind wir gegen praktisch alle Eventualitäten abgesichert. Wir müssen doch hier irgendwo ihr Zeug lagern. Haha. Sehr schön. Gut gekämpft, Nebula. Auch ihr gut gekämpft, Lucifer. Einen haben wir noch nicht das genauer angesehen. Das Löffel. Da war der hier draußen. Ja, auch gut. Genau. Danke für das ganze Zeugs. Ha. Irgendwas beizutragen? Steel is real, but it doesn't last long enough for an elf. Kann man wohl so sagen. Gut, weiter geht's. I'm willing to leave. Das ist sehr schön. Dann wollen wir weitergehen. Die Frage ist, ist das nur die Vorhut gewesen von einer viel größeren Truppe?
Oben scheint ein Schrein zu sein. Wollen wir uns das mal ansehen? Bisschen kälter hier. Ob ich hier überhaupt hochkomme? Ob das schon zu steil ist? Nein, da kommen wir nicht hoch. Lassen wir das lieber. Bin hier. Egal, wie man zu den Nords steht, architektonisch waren sie ihrer Zeit definitiv voraus, wenn sie sowas gebaut haben. Bogenschützen. Aufrücken, Jungs. Wo ist Lucifer? Lucifer? Das heißt, Bogenschütze gegen Bogenschütze. Das heißt, wir müssen die möglichst in Nahkämpfe verwickeln. Und uns darauf einstellen, dass es hier zu einem Kampf kommt. Okay. Wir werden wohl gleich von einem Empfangskomitee begrüßt werden. Das würde mich wundern, wenn sie nicht gehört haben, dass wir ihre Vorhut abgeschlachtet haben. Da drüben ist einer, da hinten. Ich gehe auf den... Ja, ich... Was wollt ihr machen? Ich töte... Was wollt ihr machen? Was das schon? Da ist ja noch einer. Auf sie mit Gebrüll! Guter Schuss. Ja. Sind wir noch nicht die Elite der Elite, die es hier gibt. Aber mit Masken sind sie unterwegs. Die Pfeile nehme ich mal mit, die kann ich dann euch geben. Nep. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Ja. Keine Angst, die wird nicht mehr aufstehen. Da war noch ein Nahkämpfer, sehe ich. Okay. Wollen wir euch nicht weiter stören. Lasst mich euch mal helfen aus der... Sehr schön. Sehr schön. Das müsste alles sein. Genau. Alles wieder in Ordnung? Your marching orders. Weiter geht's. Wollen wir weitermachen? Riesengroß das Ganze. Aber ich habe gehört, dass man sich immer ein bisschen umschauen muss, dass man hier... Wollen wir doch mal sehen. Hören wir mal auf das Schloss. Nicht? Ja, hier ist was. Sehr schön. Und drin sind wir. Hat sich doch schon gelohnt. So. Gar nicht runterfallen. Das wäre ärgerlich. Dann wollen wir mal rein in die gute Stube. Noch mehr. Das heißt... Wir werden gleich mehr noch treffen. Ich hab's wohl umgehauen. Alles voller Skiver. Wenn der Dunkelelf vorausgehen will, dann lasst ihn doch. Dunkelelf? So müssen wir unser Leben nicht riskieren. Gut. Und was ist, wenn Abel nicht zurückkommt? Hey, it sounds like the bandits have stolen something. Maybe it's the item from the river retreated that I heard got robbed. Könnte gut sein. Na gut. Was wäre ich für ein König, um nicht für energischen Übernahmen, na? Wer möchte? Nix da. Schlagt ihn tot. Ich nehme die Bogenschütze. Ja. Das geht ziemlich zügig.
Pfeile nehmen wir mit. Wow. Plate Harness. Schwere Rüstung. Vielleicht etwas für euch, Lucifer. Nehmen wir das hier mal ab. Und gebe das mal euch, Lucifer. Hey there. Ich habe hier was für euch. I can't promise it'll come back in perfect condition. Das ist ja auch nicht das Problem. Ihr habt keine Rüstung an. Aber ich habe hier was für euch. Sehr schön. Gibt sicher noch ein bisschen mehr Schutz. Right. Let's get back to it. Will ich auch sagen. Noch was von euch, Nebra? Do take me somewhere interesting. Sind wir doch. Weiter geht's. Onward. Hier noch reinsehen. Weiter rüber. Okay. Doch nicht weiter rüber. Ist es gleich. Das war ein einfaches Schloss. Amulett von Stendar. Was macht man denn mit einem Amulett von Stendar? Hätte die nicht für religiöse Leute. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube nicht, dass wir hier willkommen sind. Das ist nicht so, wie wir das gerne wären. Mit. Ich glaube, Lucifer, dass wir hier eigentlich gar nicht sein sollten. Es aber trotzdem sind. Und das scheinen die Untoten, wenn es sie denn wirklich geben sollte, nicht sehr schätzen. Noch mehr Todesgeber. Das heißt, wir müssen uns fast machen auf noch mehr von diesen Ratten. Mitnehmen. Aber ich glaube erst an Untote, wenn ich sie sehe. Vorher sage ich, die existieren nicht. Was ist das denn für eine, hä? Was machst du? Okay, was war das denn für ein Auftritt? Stiefel. Womit die Fackel können wir auch noch gebrauchen. Okay. Tod durch Gift ist ja also die Devise. Erst noch den Heiltrank mitnehmen. Weiß nie, wann man den gebrauchen kann. Hier beide. Also wir haben hier die Falle. Schießt. Sehr schön. Okay, die Nords können ja wohl nicht so intelligent gewesen sein. Wir haben hier das runtergebrochen. Also haben wir... Okay. Ich sehe. Zweimal Schlange. Und einmal ein Fisch. Oder den Wal. Oder was es darstellen soll. Und wenn meine Intelligenz mich nicht im Stich lässt, und sie lässt mich selten im Stich, sollte das die Tür aufmachen. Ich bin einfach ein Genie, aber als zukünftiger Regent braucht man Intelligenz. Riecht ihr das auch? Stinkt nach Ratten. Jawohl. Stinkende Ratten. Ja, ganz viele Ratten. Noch jemand? Wenn wir uns hier noch umsehen, bevor wir nach unten gehen. Lieb. Ich hab zu danken. Buch, das ich noch nicht gekannt habe. Seelenstein. Stahlschwert kann er behalten. Noch mehr Ratten. Weg mit dir. Ja, definitiv. Noch mehr von ihnen. Hab sie, kein Problem. Mir gefällt es nicht, dass hier alles voller alter Spinnennetze sind, die zwar zurzeit noch nicht bewohnt sind. Gift der Lähmung. Leinentuch. Ich kann mal was damit machen. Nehmen wir mal ein paar mit. Weiß man ja nie. Spinnweb. Kommt da jemand? Seht ihr das? Hagnir? Björn? Solin? Ich höre hier jemanden.
dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Oh. Da haben wir wohl das Nest gefunden. Was mit dir? Mal ein bisschen Gold kann man gebrauchen. Macht euch bereit. Wir werden wohl gleich spintastischen Besuch bekommen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Nein, nicht schon wieder. Okay, ja. Spintastischen Besuch! Huh. Haltet es von mir fern. Macht es tot! Sehr schön. Helft mir hier raus. Ist nach unten gefallen, das Ekelding. Okay. Holt mich runter. Holt mich runter. Muss noch hier noch umsehen. Ob hier noch was ist. Holt mich hier raus. Ekelspinnen. Ja, ja, ich komme hier, ja. Was denn hier los? Helft mir hier raus. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ganz, ganz ruhig. Wo ist diese goldene Klaue, von der alle anderen hier geredet haben? Habt ihr die dabei? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Macht? Gut, okay. Ich komme hier sowieso nicht weiter, ohne euch loszumachen. Dann machen wir euch mal auch mal einen Kopf kürzer, nicht wahr? Süßer Atem von Arkay. Dankeschön. Dann wollen wir mal schauen. Ja. Und es lagert sich. Gut. Können wir uns jetzt... Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Bin ich wirklich so... berechenbar geworden? I'm ready. Irgendwas beizutragen? Sieht nicht so aus. Gut, weiter geht's. Covering your ass from mummies. Das ist schön. Lucifer? Hello there. Auch nichts beizutragen? Dann wollen wir weitergehen. Oder habt ihr irgendwas zu dem Ort zu sagen? Dann wollen wir weitergehen. Let's get back to what we were doing. Jo. Wollen wir doch mal sehen. Sicher, am besten wird es sein, Waffen wieder nach vorne zu nehmen. Mehr Seelenstein. Alles, was ein bisschen Geld dem Reich bringt, wird von mir dankend genommen. War die hier wohl so die Einbalsamierungs-Hauptort gewesen, so wie es aussieht? Mehr. Ah, sehr schön. Das ist leer. Okay, wir müssen dann immer noch die Klaue finden. Riesige Gräber. Grabstrukturen. Wo sie sind, komischerweise, die meisten sind nicht belegt. Was bist du? Tatsache. Es gibt wirklich Untote, die wieder aufstehen. Mach ihn tot! Mach sie tot! Na? Komm, du Bastard. War wohl nichts. Du wolltest mich anspucken, du elendiger Bastard. Was möchte ich von so einem wie dir angespuckt werden? Aber gefürchtig hören sie sich an, das muss man ihnen lassen. Der Nordkriegsakt. Okay. Wo ist Arwen denn hingekommen? Hat er die... Hat er sie nicht... Das ist definitiv eine Falle. Aufgepasst, nicht auslösen. Lucifer! Dass er da niemanden aufgeweckt hat. Du stehst doch auf. Was hab ich doch gedacht? Magisch begabt sind diese Knochentypen auch noch. Aber wo ist Arwen hingegangen? Der das... Oh. Gibt ein bisschen Geld, wenn man es verkauft.
Okay, die ganze Bande hier. Können Sie gleich wieder. Ja, sie wieder hinlegen. Okay. Oh, wen scheint es? Ah, da oben ist noch eine Truhe. Fast übersehen. Natürlich ist die wieder verschlossen. Hier, habe ich das Schloss. Weiter nach unten. Sehr schön. 16 Gold. Besser als gar nichts. Pfeile. Aber er scheint es hier überall durchgeschafft zu haben. Sogar hier hat das durchgeschafft. Wollen wir doch noch. Da habe ich ihn übersehen. Ah! Da wurde er doch. Hätte ich ihn fast nicht gesehen. Danke für die Klaue, kleiner Mann. Danke für das Tagebuch. Hätte ich ihn fast übersehen. And here, I thought we saved someone. Hmm. The golden claw looks like one of those ancient puzzle lock keys. You should keep hold of it. We might need it. Definitiv. Aber mich beunruhigt, dass diese Untoten auch noch magisch begabt sind. Okay. Und ihr könnt mir später danken. Das zeigt aber, dass der König, der zukünftige König, gewillt ist, sich auch in dunkle Gefilde zu begeben. Ja, ja, mach deine Geräusche da. Komm, schlag zu. Sehr schön. Naja. Sie vertragen wohl nicht so viel. Lassen wir. Er lacht nur. Er lachen wird dir noch vergehen, du Bastard, ne? War wohl nichts. Naja, wir sind da auch eine starke Truppe. Und es würde mich ja auch nicht so erfreuen, wenn Nebura nicht mehr Erfahrung hatte, der so lange im Söldner-Business dabei ist, sich da von ein paar kleineren Untoten, die wie Idioten lachen. Denen wird das Lachen noch vergehen. Wir ihnen ihre Geheimnisse entlocken. Mal sehen, wer hier am zuletzt lacht. Oh, du siehst wichtig aus, ne? Wie sieht's aus? Nichts da! Tike. Axt hat er hier dabei. Mal das Schild dann behalten. Weiß es nicht. Wir hatten die Diskussion ja schon einmal, aber ich bin der Meinung, dass man nicht für jeden komischen Kult irgendeinen Grund braucht. Schimmerpilze. Weiß man nie, wo man es gebrauchen kann. Hm. Oh, eine Spitzhacke. Danke dafür. Ah, das ist ein Erz. Sich dann irgendwann mal einschmelzen. Weil sonst nimmt das gar. Ja, aber ich glaube nicht, dass die mit eurer Art zu reden umgehen hätten können. Weiter hinein in die gute Stube. Hört ihr es auch? Wir werden wohl
oder übel noch mehr von unseren untoten Freunden sehen. Da ist ja schon jemand. Ja, du bist ganz lustig. Eine Frau? Wusste ich gar nicht. Danke für die Seele. Doch zuerst mal unten noch nachsehen. Da ist, dass wir hier etwas gegessen wurden. Und hier unten ein verfrühtes Ableben gefunden. Okay, mal sehen. Dietrich ist ja schon ein bisschen angeknackst. Aber reicht immer noch für das Schloss. Geänderte Eisenrüstung. Das, was wir gebrauchen können. Nichts. Scheint zurzeit gerade nicht das zu sein, was wir brauchen. Aber alles, was Geld bringt, scheint es auch nur ein bisschen zu sein, ist wichtig für das Reich. Denn das Reich, der Geldbeutel des Reichs ist ein bisschen ausgetrocknet in letzter Zeit. Und Nebura ist nicht der billigste auf die Zeit. Ich bin ja froh, dass ihr freiwillig mitmacht, Lucifer. Und euch auch angeboten habt, mitzukommen. Ich höre hier was. Okay, da bewegt sich einer. Von ganz alleine. Er sieht wichtig aus. Na, mein Freund! Wie sieht's aus? Werden wir Freunde? Der tut weh. Schlagt ihn tot! Ich hab zu danken. Sieht wichtig aus. Das ist wirklich einer. Hör mal, warum ist hier alles abgeschlossen? Sehr schön. Das ist ein Jägerspeer. Mal die Pfeile mit für Lucifer, wenn er zurzeit lieber im Nahkampf unterwegs ist. Wollen wir weiter in das Allerheiligste vorstoßen. Alle da? Wo ist Lucifer? Ah, hier. Gut. Okay, dann wollen wir sehen. Die Waffen sollten wir definitiv draußen lassen. Schwingfalle. Und eine große Halle. Okay, ich renne durch. Mache es so, dass die Falle weg ist. Und dann machen wir weiter. Und durch. Und die ganze Bande ist hier. Na, kann sich wieder hinlegen. Fuck, keiner. Weg mit dir. Und er hat all seine Freunde mitgebracht. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Ich geh auf den Bogenschützen. Sehr schön. Würde ich auch so sagen. Zum Glück sind wir hier eine größere Gruppe. Scheinen zwar ziemlich unkoordiniert zu sein, aber dennoch in der Lage, sich in Gruppen zu bewegen. Können wir mal noch behalten. Okay. Ah, okay. Hier geht eine Brücke rüber. Brauchen wir hier keinen Umweg zu gehen. Das ist alles leer geräumt. Alles voller Feuerfallen hier. Nicht auszudenken, wenn man sich hier selbst entzündet. Aufgepasst mit den Köpfen. Köpfe einziehen. Beide da. Sehr schön. Das muss wohl diese Halle sein, von der alle reden. Drachenkult. Eine Tür. Und da müssen wir durch. Irgendwas beizutragen. Ready to follow. Gut, okay. Following you through this maze. Das ist nett. Sehr nett.
Okay, wir haben hier Ringe, die sich drehen lassen. Warte, goldene Klaue, goldene Klaue. Wie sieht's denn mit der goldenen Klaue aus? Abbildungen. Okay, Bär, Motte, Eule. Bär. Motte. Eule. Und dann sollte diese Tür, die sich seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet hat, öffnen lassen. Haha! Was für ein... Der König, zukünftige König des Nordens, muss intelligenter als der Durchschnittsnord sein, sonst klappt das nicht. Man kann nicht dumm wie Brot sein und zu denken und dann denken können, man kann ein Volk regieren. Ja, das scheint wohl das Allerheiligste zu sein. Scheint aber... Aber scheint so zu sein, als wären hier schon ein paar ausgestiegen. Also scheint dieser Ort nicht zum ersten Mal besucht worden sein. Was ist hier? Können wir sogar nach oben? Hopp! Hopp! Okay, hier oben ist nichts. Gut, war die Mühe wert. Jawohl. Wow. Architektonisch war man seiner Zeit wohl voraus, das kann man so sagen. Da hinten sehe ich eine Kiste versteckt. Nicht ganz so versteckt, wenn man weiß. Ich bin mir sicher, wir werden hier auf jemanden treffen, deswegen macht euch bereit. Was ist das? Es ruft mich. Unerbittliche Macht. Maybe we should go around Riverwood and ask. Or we could take you to the Riverwood trader. Ja, das wird wohl das Beste sein. Wo? Eine Priesterin? Schlag sie tot! Auch wenn es eine Frau ist. Ich finde das gut. Man darf nicht... Drachenstein. Den suchen wir doch. Zeremonialer... Dolch? Sicher viel. Gibt sicher viel Geld. Hier noch reinsehen. Eisenkeule brauchen wir nicht. Kampfstab auch nicht. Hat sich nicht gelohnt. Den Rest dürfen sie behalten. Aber ich habe hier noch versteckte Truhen gesehen. Sollen wir sehen, ob wir hier... Müssen wir wohl von der anderen Seite hin. Man sollte nicht weniger zimperlich sein, nur weil es eine Frau ist. In der Regel ist hinter Wasserfällen immer etwas zu finden. Haha. Moment. Das Geld können wir gut gebrauchen. Wie gesagt, der Geldbeutel des Reiches ist etwas ausgedünnt in letzter Zeit. Jawohl. Verschlossen. Ah, okay, der war schon angebrochen, der Dietrich. Okay, das war wieder eins dieser einfachen Schlösser. Was hat sich wiederum gelohnt? Das lässt sich teuer verkaufen. Jungs, ich komme rüber. Interessant, dass aber auch die Nords keinen Unterschied zwischen Geschlechtern gemacht haben. Wo seid ihr denn? Macht ihr denn? Doch oben warten können. Bisschen was dem König des Nordens zutrauen könnt ihr dann schon. Ganz so ein Bewegungsidiot bin ich dann doch nicht. Sehr schön. Und hier wohl so eine Art geheimer Durchgang gewesen zu sein. Ah.
mehr zu holen. Moment. Vielleicht kann man was mit dem Schädel noch anfangen. Blumen auch. Ah, gut, ihr seid auch da. Können wir weitergehen. Finsterste Nacht. Aber ein Trank. Wo sind wir? Okay, nicht weit bis nach Flusswald. Dennoch würde ich sagen... Oder wollen wir den Weg wagen nach Flusswald im Dunkeln? Okay, machen wir es doch. Okay, da drüben ist eine Höhle. Dann müssen wir wohl hier dem Fluss entlang. Dann sollten wir eigentlich gleich auf Flusswald treffen. Auch wenn hier wahrscheinlich einiges in der lokalen Tierwelt bei uns ist. Ich hoffe, ihr rückt auf. Scheint mir wohl nicht der Fall zu sein. Okay, Lucifer ist da. Dann hole ich noch Nebera zu uns. Und der sollte bei uns sein. Sehr schön. Alle da? Wollen wir weitergehen? Finsterste Nacht. Entlang des Flusses. Müsste wohl Illinois sein hier. Wie man ihn nennt. Oft so. Man vieles hätte besser machen können. Ja, genau. Dann müssten wir dann hier gleich im nächsten Lager. Altes Haus. Okay, Jungs. Wir haben keine Probleme miteinander. Solange ihr mich in Frieden lasst. Das, was man noch gebraucht hat. Gut, dann sollten wir hier vorne... Nein, das ist deine Falle. Okay, müssen wir hier vorne, dann kommen wir nicht darum herum. Das ist definitiv eine Falle hier. Sehe ich aus, als wäre ich von gestern. Ich meine es ernst. Ich tue euch weh. Ein Plünderer. Ganz toll. Du willst mir wehtun? Das ist mein Schatz. Der Bastard sich am Leid der anderer aufgeilen. Sich den Toten laben wie ein wildes Tier. Zu was sind wir verkommen als Gesellschaft? Irgendwo muss die Ethik ihren Platz immer noch haben. Ich denke, dass dieses einfache Aufgeilen ist schon beunruhigend. Hier ist der Weg. Oh. Bist du? Nirnwutsch. Komm mal mit. Komm nur nicht darum herum, ein bisschen nass zu werden. Müsste es dann hier Richtung Flusswald gehen. Ja, genau. Perfekt. Ja, die Jungs werden schon aufrücken. Das hier müssten die zusätzlichen Soldaten sein, die man geschickt hat. Der Arme hier hat sich verhangen. Dann ist
Zeit, in die lokale Taverne zu gehen und dann im Morgengrauen hier die Klaue abgeben. Dann sollte das alles gut gehen. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Sehr schön. Der Herr? Dieser Zauberspruch sieht schmerzhaft aus. Nein, das ist alles okay. Wo ist der Wirt? Weg. Ihr gehört der Laden und sie kann machen, was sie will. Ah ja. Und wie mietet man denn hier ein Zimmer, wenn der Wirt oder die Wirtin nicht da ist? Das Gasthaus ist geschlossen. Die Bar ist aber noch geöffnet. Ihr könnt gerne, solange ihr wollt, den Kopf auf den Tisch legen. Ich störe euch nicht. Toll. Okay, dann mache ich das. Also gut. Ist eine sehr, sehr nette Absteige hier, wo man auf Tischen schlafen muss. Gut, dann werde ich wohl im Stehen schlafen und dann werden wir bei Tagesanbruch weitergehen.